und herzlich willkommen bei Vegan Feeling. Wir sind wieder da, oder? Wollen wir das so sagen? Ja, kann man. Wir waren ja länger Zeit nicht auf YouTube, also es ist ja viel passiert. Wir für uns waren in unserem Leben ja da und nur für YouTube eben nicht mehr. Aber wir wollen euch heute so ein bisschen berichten, hier aus dem Wald, aus dem wunderschönen Pinienwald auf Teneriffa, wollen wir euch ein bisschen berichten, was war, was ist und was wird sein. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Sehr schwierig. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wir machen nochmal ein separates Video darüber, warum wir so wenig YouTube machen. Aber wir sind einfach, ja, ich würde sagen, wir stehen so richtig im Leben, kann man so sagen. Also wir genießen unser Leben sehr, sind sehr beschäftigt mit unserer Entwicklung. Wir haben gerade einfach sehr viele Gäste, auch im Moment noch ein paar da. Es macht super viel Spaß, mit den beiden einfach zusammen zu sein, Yoga zu machen. Und das Stichwort Entwicklung ist, glaube ich, so, dass du das Kernthema des Ganzen vielleicht, weil das doch schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, wie jeder für sich selbst natürlich auch. Und für uns, oder dass wir gar keine Zeit für anderes haben, was irgendwie noch da so ansteht. Wie du schon sagst, wir stehen so im Leben. Also ich will vielleicht mal anfangen in der Vergangenheit. Unsere Kamera wurde geklaut. Das können wir vielleicht sagen. Aktuell, Props gehen raus an Sandy und Benny, die haben uns die Kamera geliehen. Ja, vielen Dank. Und unsere ist nämlich weg, unsere gute Kamera. Und wir müssen uns erst wieder eine neue besorgen. Das ist das eine schon mal. Und seitdem haben wir dann auch keine Videos mehr wirklich gemacht. Ja, auch keine so schönen Fotos. Deswegen bei Instagram ist die Aktivität auch ein bisschen runtergegangen. Aber wir bestellen uns jetzt eine neue Kamera. Es ist nämlich so, es ist eine ganz lange Geschichte. Ich werde sie nur gar nicht so lange erzählen. Aber auf jeden Fall haben wir das Geld für die Kamera wiederbekommen. Also haben wir bekommen von einer guten Freundin, die sich verantwortlich gesehen hat dafür, dass die Kamera weg ist. Und deswegen werden wir uns diese Kamera nochmal bestellen, ein gutes Objektiv, und dann sind wir auch wieder ein bisschen präsenter. Aber jetzt im Oktober, November ist eh einiges los. Wir haben jetzt noch diesen Monat die ganzen Leute vom April, Mai und Mai, ne? Nee, April haben alle gebucht gehabt. Ja, vielleicht könnt ihr euch erinnern, da hatten wir so eine Aktion. Wir haben gesagt, wir wollen ein Haus und wenn ihr uns dabei helft und so weiter, kriegt ihr das ein bisschen günstiger. Die Mini-Kraftwochen, die ihr dann bei uns quasi annehmt. Ja. Und da kommen immer noch Leute tatsächlich. Es haben ja sehr viele gebucht damals. Und das ist sehr schön, das kommt jetzt viel. Und dann fängt gleich schon dein Retreat an. Das Frauenretreat ist ja auf dem vollen Gang. Am 4.11. fängt das an. Und das ist ja auch eine sehr schöne Nummer, weil wir hatten so lange überlegt, wir haben verschiedene Retreats ausprobiert und dann hast du irgendwann gemerkt, so Weiblichkeit und weibliche Stärke, das ja auch dein Entwicklungsprozess ist, passt sehr gut als Retreat, ja? Ja. Kann man das sagen? Ja, beim Retreat im Februar hatte sich irgendwie so ergeben, dass wir dann, du musstest dich viel um Clara kümmern, dass wir so unter Frauen waren und irgendwie nichts gegen die Männer. Mit Männern ist auch meistens sehr, sehr lustig, im Moment auch wieder, wir lachen viel. Aber so unter Frauen ist schon noch ein anderer Grad von irgendwie Entspannung und einfach so eine wohltuende, nährende Atmosphäre. Und Frauen fühlen sich einfach auch oft sehr wohl, wenn sie so nur unter Frauen sind, zumindest nicht immer, aber für eine gewisse Zeit ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Wir haben jetzt auch noch zwei Plätze frei, also wer noch dazukommen will, ganz spontan ist am 4. November. Es wird wirklich ein ganz magisches Retreat. Es ist das erste offizielle Frauenretreat, wo wir ganz viel Kundalini-Yoga machen, wirklich unheimlich tief geht, aber auch andere Yoga-Formen kennenlernen, wo es einfach viel Musik auch gibt und Tanz und Kreatives. Es war mir wichtig, dass einfach diese Idee, dass wir uns in unsere Weiblichkeit kommen, einfach weil wir beieinander sind. Auch in unsere innere Schönheit kommen und dann so schöpferisch werden, einfach kreativ werden, einfach auch in einer Umgebung, wo wir uns sicher fühlen, wo wir viel Zeit haben und dann halt beginnen, uns auszudrücken. Und darum geht es also, dass wir unsere Weiblichkeit zum Ausdruck bringen und vielleicht sogar durch diesen Ausdruck dann herausfinden, ja, wo ist mein Weg, wie kann ich individueller herausfinden, was mein Weg ist. Und vielleicht muss ich mich auch nicht irgendwie der Gesellschaft und dem Mainstream unterwerfen oder auch alternativen Mainstream oder wie auch immer. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch einen ganz individuellen Weg hat und dass es gilt, einfach in sich hineinzuspüren und dann den auch gehen zu können. Und das ist mir so mein Wunsch, dass man in dieser Woche da möglichst viel dran arbeitet. Also wer noch dazu kommen will, ich würde mich sehr, sehr freuen. Das wird, glaube ich, wirklich ganz, ganz schön. Wenn ihr das wollt, kann man ja auch mal so ein Beziehungsupdate-Video machen. Das machen wir jetzt mal nicht. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir sehr viel auch an unserer Beziehung arbeiten und uns auch in Frage stellen und so. Und ist das alles gut so und wie wollen wir weiterleben? Welchen Weg wollen wir zusammen weitergehen? Ja. Und mir ist einfach auch sehr viel bewusst geworden. Ich habe, um das jetzt mal so zu sagen, ich habe das ein bisschen abgelehnt, so Yoga zu machen und Meditation, aber auch aus den Gründen, weil es in mir irgendwas sich blockiert hatte. Und diese Blockade habe ich gefunden und habe gesehen, dass es gar keine Blockade ist im Sinne von, das ist einfach nicht mein Weg. So, es gibt ja Sachen, die man nicht mag. Der eine mag surfen, der andere mag Radfahren und der andere mag das eben nicht. Und das ist es gar nicht, sondern es war eher eine Blockade in mir, die ich auflöse oder am Auflösen bin. Und jetzt habe ich das ein bisschen gefunden. Und das ganz, ganz Spannende ist ja, dass ich das, was ich jetzt mache, dass ich die Meditation mache, was ich da alles
in mein Leben jetzt integriere, dass mir das wahnsinnig mich pusht und hochhebt und mir ganz andere Welten nochmal zeigt, dass ich eben nicht den ganzen Tag gefangen bin in mir selbst und meinem Destruktivsein, was ich auch manchmal eben habe, sondern dass ich eben rausgehen kann und sagen kann, das hilft mir. Ich kann es nicht erklären, ich kann es ja gar nicht erklären, weil man singt da was, man sitzt da und man macht Bewegungen mit der Hand und ich kann nicht erklären, warum es mich am Ende dieser Übung einfach mitten ins Leben holt und das auf eine positive Art und Weise. Ja, also wir kriegen es ja mit. Wie positiv. Wer hier? Ja, Clara und ich. Ach so. Und alle anderen. Nein, es wirkt wirklich sehr, sehr positiv. Ich spüre es ja bei mir, aber es ist immer noch mal interessant, das von außen zu betrachten, wie es ist, wenn du meditiert hast und nicht meditiert hast. Es ist von der Energie. Auch wir sind ja sehr feinfühlig, wir spüren einander ja sehr stark. Und das ist wirklich, liegen Welten dazwischen, hast du ja dann selbst gesagt, ne? Wo du an einem Tag nicht morgens nicht meditieren konntest. Dann war es irgendwie den ganzen Tag so ein bisschen, weiß ich nicht, kribbelig, gereizt oder so. Also es ist auf jeden Fall, deswegen ist es mir auch immer so ein Anliegen, dann in den Minikraft-Wochen den Leuten, das Menschen so weiterzugeben, dass sie es zu Hause auch machen können oder gerade in den Partnerschaften. Ich finde es richtig toll, wenn Partner zu uns kommen, die das dann gemeinsam erlernen, sodass sie es zu Hause auch noch weitermachen können. Und jetzt haben wir ja fast 40 Tage, nee, ja, wir haben eine 40-Tages-Challenge zusammen gemacht, das sind noch nicht 40 Tage, sondern 20. Wo wir I am the light singen und hard hard und dann noch 20 Minuten in Stille sitzen. Das ist echt sehr schön und es ist auch toll zu sehen, wie konsequent du bist, weil ich bin da manchmal gar nicht so, so konsequent. Also vielleicht, um das nochmal ganz genau zu sagen, dass wenn das jemand da draußen auch interessiert und vielleicht nachmachen will, also wir sitzen wirklich dann, das gibt es bei hard hard, das gibt es auch auf YouTube, das geht 12 Minuten, da sitzen wir wirklich da, macht dieses hard hard und dann singen wir I am the light of the soul. Ich weiß nicht, das sieht man auf deinem Kanal, sieht man die ganzen, auf deinem Yoga-Kanal, könnt ihr gerne mal rüber gucken, aber das und danach sitzen wir noch, wir sind ja in die TM eingeführt worden, in die transzendentale Meditation und die machen wir dann noch 20 Minuten danach und das ist eine sehr schöne Praxis, die mir nicht immer gut gelingt und das ist ja auch das Schöne daran, dass es eben kein Zwang ist, dass man das immer gut machen muss oder besonders aufrecht oder toll sitzen muss und alles muss immer, man muss perfekt reinkommen in die Meditation, sondern es ist einfach wie es ist und das taugt mir sehr gut, das ist in meinem Leben, das ist sehr wichtig für mich in meinem Leben, dass ich nicht gezwungen werde, etwas zu tun, weil dann verliere ich irgendwie den Drang, das zu machen. Ja, und egal wie tief man reinkommt und ob die ganze Zeit noch Gedanken irgendwie im Hintergrund laufen, spielt keine Rolle, weil am Ende tut es einfach gut. Mhm. Es tut einfach gut, bei sich zu sein und so in die Ruhe zu kommen und einfach mal nichts zu tun. Wir sind auch immer Menschen, wir müssen immer irgendwas machen. Und einfach da zu sitzen und nichts zu tun, ist einfach so, so wohltuend, merke ich immer wieder. Und man braucht es irgendwann. Irgendwann merkt man, hat so ein highes Level an Bewusstsein und Energie, dass wenn man es nicht macht, merkt man so richtig, oh, mir fehlt was. Aber wenn man es nicht kennt, dann fragt man sich eigentlich die ganze Zeit, ja, was reden die Leute die ganze Zeit darüber und warum ist das, soll das so toll sein? Man muss es wirklich selbst erlebt haben. Genau. Um jetzt vielleicht nochmal da zurückzukommen, und das sind so meine Prozesse, die ich jetzt so habe. Ich weiß nicht, ob du auch so ähnliche Prozesse hast, aber das sind meine, wo ich jetzt eben immer näher. Und dadurch kommen wir, ich möchte jetzt mal so ausdrücken, auch uns wieder ein bisschen näher, weil ich mich letztendlich diese Blockade, die ich dem dem Yoga generell gegenüber hatte und auch der Meditation, war auch eine Blockade, die sich quasi zwischen uns ein bisschen abgespielt hat. Ja. Und die hat sich quasi so ein bisschen, oder ich bin noch dabei, die aufzulösen. Ich weiß nicht, ob sie sich schon ganz aufgelöst hat, aber das werde ich sehen. Das tut uns auf jeden Fall sehr, sehr gut. Einfach, dass wir so, ich habe das Gefühl, dass wie unsere Energien sind dann aufeinander abgestimmt, gerade wenn wir zusammen meditieren. Ich sehe das ja auch, gerade in der Partnerschaft ist es so schön, aber auch einfach nur mit Menschen. Weißt du, auch auf unseren Reisen haben wir so intensiv meditiert und dann waren wir mit Leuten unterwegs und das war irgendwie so ein vertrautes Gefühl und man hatte irgendwie eine ähnliche Energie, ging in dieselbe Richtung. Und in der Partnerschaft, glaube ich, ist das ja auch so. Manchmal komme ich aus dem Yoga wieder und ich bin so in einer ganz friedlichen Stimmung und denke, oh, ist die Welt schön, und du bist dann in einer ganz anderen Energie, wenn du vielleicht denkst, oh, es muss alles schnell gemacht werden und ich bin im Stress oder so. Und dann prallen wir so aufeinander, weil es einfach nicht passt. Und wenn wir zusammen meditieren, dann habe ich das Gefühl so, wir schwingen uns irgendwie aufeinander ein und dann ist den ganzen Tag irgendwie auch harmonischer. Ich würde es immer so vergleichen mit so einem Bild, vielleicht ist es profan, aber es ist so ein Bild wie, wenn man ganz zerzaust, so verklebte Haare hat und endlich mal eine Bürste irgendwo findet und die Haare wieder kämmt. Ja, dass man sich von innen so ein bisschen kämmt. Und das ist so ein inneres Kämmen vielleicht, ja? Vielleicht ja, sowas, das ist ein gutes Bild. Genau, wir wollten, das finde ich jetzt eigentlich schön, dass wir darüber geredet haben, das haben wir überhaupt nicht geplant gehabt, aber es ist gerade halt unser Prozess. Bei mir ist auch noch eigentlich so viel, relativ viel in Gange, wobei im Moment geht es mir eigentlich richtig, richtig gut, was auch am intensiven Yoga und Meditieren liegt. Zwischenzeitlich habe ich gemerkt, so, wir sind immer unseren Weg gegangen und wir kamen aber sehr stark wieder an Blockaden, was so alte Themen immer wieder hochkamen,
wo ich auch merke, so, dass ich immer wieder Phasen habe, wo ich mir nicht viel zutraue, wo ich mich dann irgendwie wieder minderwertig fühle und dann wieder so Aufschwungphasen, wo ich dann merke, okay, ich kann auch wieder mehr aus mir herausholen, mehr mein Potenzial leben. Und genau, dann kommen wir vielleicht schon auch zum nächsten Punkt, was wir machen wollen im Januar. Also vielleicht ganz kurz noch zu dem Ablauf, was jetzt alles geschieht, was wir jetzt so machen. Also wir haben dann Retreat und dann noch eine Minikraft-Woche und dann kommt die Power Family. Vielleicht kennt ihr schon. Kurz, seht ihr alles in der Infobox, könnt ihr mal reingucken, ja, wer die sind. Richtig süße Familie mit zwei kleinen Kindern. Auch der Junge ist so alt wie Clara und die spielen dann zusammen. Der Julius, der Mann, kennt sich richtig gut im Garten aus, vielleicht hilft er uns ein bisschen. Und Christina ist einfach auch so eine liebe Seele. Ich freue mich sehr, die werden anderthalb Monate mit uns zusammen wohnen und wir werden halt wirklich so in Gemeinschaft leben, um das auch nochmal zu testen, wie das ist, so mit einer anderen Familie oder anderen Familien zusammen zu wohnen. Da werden wir leider nur eine Minikraftwoche im Dezember zusammen machen, weil der Julius auch Hypnose macht und die Christina Massagen, richtig tolle. Aber die ist schon vergeben. Also wir haben das gar nicht beworben, es kam intern, irgendwie hat es sich schon so erledigt. Aber wenn es richtig cool wird, was es sicher wird, vielleicht machen wir es irgendwie nochmal, mal schauen. Genau, im Januar, jetzt kommt, haben wir unser Haus vermietet. Und wir gehen nach Asien. Genau. Ganz genau. Um den harten Winter hier zu entkommen. Nein, so hart ist der nicht, aber wir wollten, wir haben gesagt, es geht ja auch um andere Gründe. Nee, ne? Katrin hat gesagt, sie möchte ihre Yoga-Praxis intensivieren, also sie hat ja Kundalini gelernt und möchte einfach auch noch andere Praktiken ja, oder andere finden. Richtung, ja. Und das will sie gerne machen und das auch gerne in Asien. Wir haben überlegt, ob Indien, Thailand, Bali, das steht noch nicht ganz fest, aber wir sind so ungefähr festgelegt. Gestern dachte ich Goa. Und heute haben wir gedacht, Koh Phangan. Es ist so, dass mein Bruder, den ich wirklich selten sehe, weil der in Kanada wohnt, tatsächlich in Thailand ist und auch gern Yoga und Meditation machen will. Und weil meine Eltern ihn auch so selten sehen, kommen die auch nach Thailand und dann werden wir alle dort sein, was echt irgendwie aufregend ist. Ich finde es voll aufregend, deswegen wird es wahrscheinlich doch Koh Phangan. Also das Haus ist schon vermietet, wir müssen auf jeden Fall weg. Die Flüge sind noch nicht gebucht, werden wir aber jetzt demnächst machen. Ja, es ist noch nicht ganz sicher für eine zweite Familie. Also es wollen zwei Familien dort wohnen, die sich quasi die Kosten teilen. Und es ist noch nicht ganz sicher die zweite Familie. Ihr könnt uns ja anschreiben, wenn ihr Interesse habt. Es kann sein, dass sie dann schon vergeben ist. Aber wir machen sowas auf jeden Winter, wollen wir das machen. Und auch zwischendurch mal eine Woche oder zwei Wochen, wenn ihr ein großes Haus mit Garten mieten wollt auf Teneriffa, was ja so ein bisschen exklusiver ist mit eigenem Obst und Gemüse, dann schreibt uns gerne an. Ne? Also das finde ich schön, dass wir auch nochmal rauskommen aus unserem Hamsterrad. Ja, Katrin hat das letztens gesagt, dass wir auch so ein bisschen da drin stecken. Na, stimmt auch nicht. Es ist, glaube ich, für uns die perfekte Mischung, weil durch die Gäste haben wir immer wieder Abenteuer, entdecken die Insel neu. Und klar, und diese gewisse Routine, die wir haben und den Alltag, den wir haben durch Clara, die im Waldorf-Kindergarten ist und ja, und wir uns mit unserer Arbeit und so. Das ist schon das, was wonach wir uns auch lange gesehnt haben, wo wir da so viel auf Reisen waren. Da haben wir gesagt, so ein bisschen Struktur und Routine ist gut. Und ab und zu mal wieder da rausbrechen ist auch gut. Also genau. Deswegen haben wir auch letztens immer noch gesagt, also diese Art von Minikraftwochen, was wir jetzt eben machen, dass wir so individuell auf verschiedene Menschen eingehen. Also meistens ist es ja recht exklusiv. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Ne? Das haben wir, wir haben ja schon viel gesucht, wir haben das gemacht und das. Und irgendwie haben wir dann gesagt, das ist es nicht. Und das aber ist auch jetzt haben wir so reingespürt und haben das gefunden. Ganz viele Leute, meine Freunde und jetzt auch unsere Gäste haben gesagt, das ist so ein einmaliges irgendwie Angebot. Also dass es sonst nirgendwo geben würde. Vielleicht gibt es das irgendwie, aber es ist halt nicht wirklich bekannt oder die Leute kennen es nicht. Dass man so eine Yoga-Woche wirklich so ganz individuell gestalten kann und dann auch in so einer familiären Atmosphäre dann ist, was wirklich einfach eine spezielle, schöne Note hat. Sonst ist nicht so eine Hotelabfertigung, sondern wirklich so, man lebt zusammen, man ist so ein bisschen in Gemeinschaft und man kann wirklich, und ich merke auch durch, dass wir so individuell auf die Leute eingehen können, sind die so viel, wie soll ich sagen, sind die Veränderungen in der Ernährung und im Yoga so viel nachhaltiger. Mhm. Also dass Menschen es wirklich schaffen, dann auf vegan umzustellen oder richtig jeden täglich zu meditieren. Also und für uns muss ich sagen, ist das Konzept auch so viel stimmiger, weil vorher hatten wir schon durch die Retreats immer wieder so Phasen, wo wir Stress hatten, was wir eigentlich gar nicht mehr wollen. Und so ist es einfach so, wir bleiben immer in unserem Zuhause, wir sind in unserem Umfeld, wir kennen die schönen Orte hier. Und wir haben dann halt einfach super liebe Menschen, die zu uns kommen und mit uns Zeit verbringen. Es ist jetzt nicht mehr so arg Stress. Ich meine, manchmal ist schon noch viel zu tun oder so, aber es ist nicht mehr der große Stress. Und ich muss auch sagen, dass die meisten Menschen, die da waren, ich würde fast sagen alle, haben eine Entwicklung durchgemacht. Und das fand ich immer sehr schön zu sehen. Das sieht man ja ein bisschen von außen, sieht man ja oftmals was. Und das finde ich immer sehr schön, weil die Menschen, weil das ist das, was ich so in mir trage, dass ich gerne weitergeben möchte. Ich möchte, dass Menschen sich in ihrem Kreis oder in ihrer Welt sich entwickeln können. Also nicht, dass ich denen was aufdiktieren will, so läuft, sondern dass sie sich selbst entwickeln können. Und das
Fand ich immer sehr schön. Als ich glaube, bei uns ist wirklich so das Ziel, dass wir immer so 1-2 Tage brauchen, um so richtig zu spüren, wer ist das, was braucht dieser Mensch. Manche Menschen können das ja ganz klar direkt sagen, ich will das und das und das, ich will so und so viel Zeit mit euch verbringen und dann nicht mehr und so. Und manche Leute muss man so ein Gespür für kriegen, wie viel Anleitung brauchen sie und wie viel nicht. Aber ich glaube, dass die Wochen schon wirklich erst herzöffnend sind und aber auch so das Bewusstsein sprengen. Und letztendlich ist das ja, warum wir hier sind, und ständig weiter zu entwickeln und zu lernen und da keinen Stillstand zu haben. Und da sehe ich wirklich immer, also das hat unser Volunteer ja auch so schön gesagt, dass die Menschen so eine Wahnsinns-Bewusstseinserweiterung oder Entwicklung hatten in einer Woche und das auch einfach mit nach Hause nehmen konnten. Und das finde ich halt auch schön, weil wir vor allem es einfach so direkt mitbekommen. Bei den Retreats, bei 6 Personen, 7 Personen, kriegen wir ja jede einzelne Person nicht so intensiv mit und haben auch nicht so intensive Gespräche dann. Was auch, war auch immer schön, aber es ist halt für uns einfach entspannter, wir können irgendwie mehr da sein, ne? Und mehr mit den Menschen dann im Austausch sein. Genau, das haben wir viel über die Minikraftwochen geredet, aber es ist ein Riesenaspekt unseres Lebens geworden, ist quasi jetzt unser individuelles Lebenskonzept geworden, dass wir ein paar Wochen mal für uns alleine sind als Familie und dann oft einfach Menschen um uns haben. Und Clara ist immer so total, sobald Menschen da sind, einer mit mir spielen, einer muss mit mir spielen. Also sie ist dann so direkt, nimmt alle in ihre Bahn und will mit denen sein und ist einfach super gerne mit den Menschen. Es kommen auch wirklich einfach wundervolle Menschen zu uns. Das ist keine Frage, aber sie liebt es halt, so viele Menschen. Das Lustige ist ja auch, was mir so auffällt, ist, dass das letztendlich ja eigentlich nur dieses Ergebnis von uns ist. Also wir haben Yoga einmal, Katrin hat Yoga-Ausbildung gemacht, wir haben wahnsinnig lange in Küchen gearbeitet, auch für in großen Küchen gekocht und so weiter. Und letztendlich ist es das, was wir können, geben wir den Menschen raus mit. Und sie können es dann eben annehmen oder eben nicht. Und wir sind auch nie so, dass wir irgendjemand was diktieren, hast du ja auch schon gesagt, sondern dass es im Austausch passiert und dass wir das, was wir können und gelernt haben, weitergeben können. Auch so was Keimen, Sprossen, Rohkostzubereitung und Kundalini-Yoga, Meditation. Aber das ist auch immer ein Austausch, dass wir so viel auch von den Menschen lernen, die zu uns kommen. Und das ist so unterschiedlich. Ich meine, jeder Mensch hat ja auch was gelernt oder seine Erfahrung gesammelt. Und wir können so, so viel auch von den Menschen lernen, die zu uns kommen. Und das ist einfach wirklich eine ganz, ganz große Bereicherung. Ja, genau. Das ist der Januar. Wahrscheinlich in den Februar rein gehen wir dann auch noch, sind wir noch drüben und dann kommen wir wieder hierher und dann geht es schon fast los mit den Anpflanzen. Wir wollen richtig viel wieder anpflanzen. Im März kann man dann wieder richtig viel anpflanzen. Und das gleich ein kurzes Update zum Garten, weil sonst hören wir gleich auf oder wie das Video wird viel zu lang. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde so reden. Aber genau. Sagt uns mal, was euch daran, was wir jetzt so ein bisschen ausgeführt haben, was euch daran interessiert, zum Beispiel Beziehung oder was weiß ich. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Wenn euch das interessiert, schreibt das unten in die Kommentare rein und gebt den Like. Ja. Oh, ich habe auch überlegt, wir sollten unbedingt ein Update-Video machen zur Erziehung, Beziehung. Da hatten wir schon mal über Bedürfnisorientierung und sowas. Das fände ich noch spannend. Genau, ein kurzes Update zu unserem Selbstversorgertum oder wie man das nennt. Also es ist so, während der Minikraftwoche müssen wir richtig viel einkaufen und kaufen dann auch wirklich alles, eigentlich fast alles frisch. Also wir holen dann immer schon noch Kräuter, Tomaten und so Kleinigkeiten aus dem Garten. Und während wir dann alleine sind, leben wir, also wir haben jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen ein Experiment gemacht, dass wir komplett nur aus dem Garten und an den Resten, was noch in Schränken war, gelebt haben. Das hieß halt an Gemüse aus dem Garten, Süßkartoffeln und teilweise hatten wir auch Granatäpfel, so ein bisschen Früchte. Und dann wirklich nur, also wir hatten in einer Woche und dann einmal 2 Wochen nichts eingekauft. Und das war richtig ein cooles Gefühl, einfach zu wissen, wir sind eigentlich unabhängig davon. Jetzt merkt man, okay, der Garten wird immer irgendwie, ist ein bisschen trocken und es ist auch alles wächst nicht mehr so ganz, wie es jetzt im Frühjahr war. Aber wir werden jetzt ganz viel wieder anpflanzen und dann freue ich mich auch wieder auf die Zeit, wo Gurken ohne Ende gibt und Paprika und so. Das ist schon richtig viel. Jetzt habt ihr, wenn ihr bis hierher geguckt habt, wisst ihr so ein bisschen was über uns, also fragt uns gerne. Wir werden jetzt auch so eine Aktion machen für nächstes Jahr. Dieses Jahr sind wir ja schon ziemlich komplett ausgebucht. Ne? Mhm. Aber für nächstes Jahr, wer gerne zu uns kommen möchte und sagt, ja gut, ich möchte gerne kommen. Wir machen eine Aktion bis 20. Dezember, sagen wir mal. Ja. Im November geht es los. Und da könnt ihr die Minikraftwochen für, ich glaube, 100 Euro günstiger bekommen. Ungefähr 10% hatten wir gesagt. 10%. Je nachdem, ob wir Familien, ist es sogar mehr. Und sonst sind es 95 Euro. Okay. Genau, schaut einfach auf unsere Seite, ist alles unten verlinkt oder schreibt uns einfach an und dann würden wir uns auf jeden Fall super freuen, wenn einfach jetzt schon viele Wochen blockiert werden, dass wir nächstes Jahr auch so ein bisschen planen können. Wir wollen ja auch hier ein bisschen noch reisen. Und dann einfach so ein gutes, also wir werden es so verteilen, dass wir ungefähr 2 Wochen im Monat für Minikraftwochen blockieren und den Rest der Zeit haben wir dann für uns.
Genau, auf jeden Fall freuen wir uns auf die Zeit, noch ganz viele tolle Menschen kennenzulernen und einfach eine schöne, diese Insel ist der Wahnsinn. Also wir haben so das Richtige getroffen, wir fühlen uns hier so wohl, es gibt immer noch Neues zu entdecken, also die Berge und Naturpools und Strände. Okay, ich glaube, wir haben echt viel erzählt, jetzt seid ihr dran, kommentiert doch unten, sagt, was euch interessiert oder wozu ihr Fragen habt. Wir wollen wieder ein bisschen aktiver werden. Wir wollen auch für euch da sein. Ansonsten kommt bei Instagram, da machen wir täglich Stories. Mhm. Einmal Vegan Feeling und einmal Yoga mit Katrin. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Genau. Das war's. Nein, das war's eigentlich jetzt erstmal. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, würde ich sagen. Bis bald. Tschüss.